haben die Überlegung gehabt, es wäre doch witzig, wenn Windräder wie Windmühlen ausschauen würden. Das war so die Grundidee. Wind treibt auch die Musik, also die Blasmusik, die bei uns ganz stark beheimatet ist. Wir haben einen Komponisten, einen ganz jungen, der sonst einfach eine Windmusik komponieren. Wir haben einen bildenden Künstler da. Der hat auch gesagt, er lässt sich was einfallen zum Thema Wind, also diese Windskulptur. Die Idee der Skulptur ist jene, um aufmerksam zu machen, was Wind alles bewerkstelligen kann. Die Skulptur steht gegenüber von der Ruine aus dem Grund, weil sie im Dialog stehen soll von alt zu neu und berichten kann, was in der Neuzeit alles bewerkstelligt werden kann mit dem Wind. Dieser Dialog ist auch sehr, sehr wichtig, damit die junge Skulptur zur Ruine sprechen kann, zeigen kann, sie, ich drehe mich, ich kann durch die Kraft des Windes Strom erzeugen, Licht erzeugen. Ihr hattet nur Kerzenlicht, ihr hattet nur Kerzenschein. Und hier erstrahlt Licht, nur durch Wind, nur durch Windkraft. Also wie gesagt, das ist also eine bunte Mischung von jungen Komponisten und mittelalterlichen Künstlern und älteren pensionierten Helfern oder Handwerkern aus irgendeinem bestimmten Bereich, die mithelfen. Der Schule und mit den drei Kindergärten von Staats haben wir kooperiert und haben sie gebeten, ob sie sich vielleicht einfach zum Thema Wind Gedanken machen wollen. Und die Kindergartenkinder haben Windräder gebastelt, unter anderem eine Windmühle sogar. Die werden wir aufstellen und werden das als ersten Staatser Windpark bezeichnen. Alle vier Klassen haben sich Gedanken gemacht und haben ganz tolle Sachen gebastelt. Also Traumfänger zum Beispiel oder Luftschlösser und eben auch Windräder. Also die unterschiedlichsten, tollsten Sachen. Also da haben sie ganz viel tolle Fantasie bewiesen. Also es war einfach sehr lustig. Wir sind ein kunterbunter Haufen. Wir sind ja kein Verein, sondern eine lose Arbeitsgruppe. Und der Haufen ist echt kunterbunt. Und das macht einfach viel Spaß, sowas irgendwie zu so einem Projekt zusammenzukriegen. Ich sage es als Künstler so, es ist ein Snatch. Das ist ein Schnappschuss. Wenn man sich auf einem gewissen Platz hinter dieser Skulptur steht, dann sieht man genau durch dieses Loch auf die Ruine und man kann diesen Snatch einfrieren und sich ein Bild davon machen. Da oben standen die mit Kerzenlicht, umrandet mit einer Skulptur, die schön wohlgeformt dasteht, ehern und versehen mit einem wunderschönen rotierenden Windrad oder so ähnlich wie ein Windrad, das durch Wind betrieben wird. Wind ist auch etwas, was hierher gehört ins Weinviertel. Obwohl es ein wunderschöner Landstrich ist, kann man aber Windräder hier integrieren und so anpassen, dass sie hineinpassen. Die Leute gewöhnen sich auch daran und es ist eine Energie, die sauber ist und keine Rückstände hinterlässt. Das Weinviertel als solches ist für mich vor allen Dingen Licht, Landschaft, Weichheit und die Verschiedenartigkeit der Leute, obwohl es und weil es so groß ist und obwohl es aber irgendwo gar nicht so erkannt wird. Aber das Weinviertel ist enorm groß und es gibt immer was Neues zu entdecken.